Strom brauchen wir alle. Ich bin froh, wenn er ausrennt aus der Steckdose. Aber wie das genau funktioniert, hat mich bisher nicht sonderlich interessiert. Ich habe immer gesagt, ich nehme den Strom ein bisschen mit dem Wasser. Also die erneuerbare Energie, kein Atomstrom wegen der Umwelt. Wir sind ja alle so für die Umwelt, was die. Jetzt schnappst du aber gerade so Briefe von den Stromanbietern ins Haus. Strompreiserhöhung plus 50%, plus 100%, plus 200%. Wer bietet mehr? Beim Strom geht's gerade so zu wie bei den Werbeplatteln vom Möbelhaus. Nur halt umgekehrt. Montag plus 50% beim Verbund, Dienstag plus 75% bei der Kellag, Mittwoch plus 200% bei Wien Energie. Jetzt denken wir, ja wir, ist drin bei der Kölnpreissperre, ist was auf einmal teurer geworden, müssen die in Niederösterreich für die Windradeln in Wien irgendwo teuer einkaufen. Was ist denn da los? So ein Spezialist hat mir jetzt erklärt, der Strompreis im Großhandel richtet sich nach den Kosten des teuersten noch notwendigen Kraftwerks. Und gescheiterweise gibt es bei uns auch Kraftwerke, die den Strom mit Erdgas produzieren. Und nachdem aufgrund von Gründen der Erdgaspreis momentan explodiert, explodiert auch der Strompreis. Mit dem Ergebnis, du hast da Stromanbieter, die den Strom mit Wasserkraft produzieren. Ihre Produktionskosten erhöhen sich nicht, aber trotzdem dürfen die jetzt den Strompreis erhöhen, dass dir leider so schwindelig wird. Jetzt dürfen Leute, die bisher 80 Euro im Monat gezahlt haben für den Strom, plötzlich 150, 200 Euro zahlen. Und die Politik kann natürlich dagegen nichts unternehmen, denn Politiker sind die Hände gebunden. So ein Politiker sagt sich ja, bei der aktuellen politischen Lage kann ja passieren, dass ich in 6-7 Monaten meinen schönen Job da los bin, dann muss ich in die Privatwirtschaft wechseln und dann war schon kein Mut, wenn ich vielleicht bei so einem Stromanbieter mal so einen Aufsichtsratposten kriege oder irgendwo ein Vorstandssessel, irgendwas Gemütliches. Und dann gehst du als Politiker jetzt nicht her und beißt die Hand, die dich in ein paar Monaten eventuell füttern wird. Gehen wir halt der Bevölkerungsanteuerungsausgleich-Dings. Da freut sich die Tante Trude, wenn sie vom Staat 150 Euro kriegt. Damit kann sie dann schön die 300% Strompreiserhöhung zahlen. Stell dir mal vor, du willst einen neuen Kucheltisch machen lassen. Gehst hin zum Tischler, sagst du, Tischler, mach mal so einen Tisch, nimm mal Lärchenholz. Du rechnest damit, das kostet wahrscheinlich 800 Euro, vielleicht 1000, wenn er teuer ist. Kein Thema. Der Tischler sagt, ja, mach ich dir gern, Lärchenholz, schönes Holz. Nur das Thema ist, der Tisch kostet 7000 Euro. Jetzt wirst du sagen, nein, Tischler, ich möchte keinen Tisch mit Swarovski-Kristallen und Diamantstein oben, ein ganz normaler Lärchentisch. Darauf wird der Tischler sagen, ja, ja, weiß ich schon, gell, aber das Thema ist ja, bei den Tischpreisen richtet sich der Preis nach dem teuersten Tischler. Und wir haben da in Südfrankreich unten so einen Tischler, der dort da Luxusjachten ausstatten. Und der hat einen Kucheltisch, der 7000 Euro kostet. Und aus diesem Grunde kostet dein Lärchentisch jetzt auch 7000 Euro. Ist ja logisch, gell? Was wirst du dann tun? Zum Tischler kann ich sagen, lass gut sein, ich halt mir meinen Fliesentisch aus den 68er Jahren von der Erbtante Resi. Aber zum Stromanbieter kann ich das ja schwer sagen, dem bin ich ausgeliefert. Und dasselbe Gefühl habe ich bei der Politik auch. Wir sind allen ausgeliefert. Aber ich bin sicher, irgendwann einmal kommen dann die neuen Wahlen und dann sind wir wieder am Zug. Vierdenk.